die automatische Bewässerungsanlage. Ja, wir werden sie heute gemeinsam Probe installieren hier im Haus. Ich wollte es eigentlich draußen machen, aber es ist ständig am Regnen, von daher bringt das eigentlich jetzt gar nichts. Also probieren wir jetzt einfach hier drin das Ganze mal zusammenzustellen und zu gucken, die Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert, welche Probleme auftreten können und so weiter und so fort. Dann haben wir das schon mal mitgenommen und können das dementsprechend dann draußen platzieren, so wie wir das haben möchten. Das müsst ihr natürlich nicht machen, ihr könnt das dann gleich von vornherein draußen machen oder drin, je nachdem, man kann die Bewässerungsanlagen natürlich auch für drin benutzen, ganz klarer Fall. Okay, wir brauchen natürlich erstmal das Päckchen hier, wo alle Bauteile drin sind, dann brauchen wir ein Verlängerungskabel für die Pumpe und wir brauchen natürlich einen Wasserbehälter, wo wir die Pumpe reinpacken können. Wir wissen schon, der Wasserbehälter muss tiefer stehen als die Pflanzen, die zu bewässern sind, nicht wahr? Damit das Wasser, was überschüssig, wieder zurückläuft und nicht gegebenenfalls, sondern dann würde tatsächlich das Wasser nachlaufen, wenn die Pflanzen tiefer stehen als der Wasserbehälter und dann läuft der Behälter einfach leer. Das wäre dann nicht der Burner. Weiß Bescheid. So, okay. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ganz genau so. Ich fange jetzt mal an. Wie genau, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, wie ich das filmen soll. Und von daher werden wir sehen, was ich hier so fabriziere in dem Sinne. Veranschaulichen wir uns mal die Bestandteile, die jetzt in dem Paket mitgegeben sind. Das ist einmal die Bedienungsanleitung, einmal die Pumpe zur Wasserförderung mit dementsprechend hier Anschlussstecker für das Netzteil, was auch schon ein Intervall beinhaltet von einer Minute am Tag. Das heißt also, eine Minute lang am Tag läuft das Wasser einmalig. So, da kommen wir gleich dann später mal zu. Von der Pumpe ausgehend kommen diese Schläuche hier dran. Die werden mit diesen kleinen Schrauben befestigt. Braucht man jetzt nur einen Ausgang, denn hier sind drei Ausgänge dran, dann nimmt man einfach hier solch einen Blindstopfen und verschließt die Ausgänge, die man nicht benötigt, und dementsprechend hat man dann eben nur einen Ausgang, den man benutzt. Auch das ist dann durchaus denkbar. 1, 2 oder 3, weiß Bescheid. Ja, das Ganze ausgehend zum Schlauch, vom Schlauch zum Verteiler. Wir haben drei verschiedene Verteiler mit verschiedenen Durchflussmengen, die man benutzen kann. Und dementsprechend können wir diesen Schlauch dann hier mit dieser Schraube an dem Verteiler dann festschrauben. Das ist soweit, denke ich mal, verständlich. Dann kommen wir von dem Verteiler aus zu diesem Schlauch. Dieser Schlauch wird dann zu den Pflanzen gelegt, wo dann dementsprechend das Wasser ankommen sollte. Die Ausgänge, die man hier nicht benötigt, die können mit diesem Blindstopfen hier einfach verschlossen werden und dementsprechend nutzt man die Ausgänge, die man braucht und die überflüssig sind, werden einfach zugemacht. Auch das ist natürlich total genial. Ja, ich denke mal, soweit okay. Dann brauchen wir natürlich einen Zollstock, ganz klarer Fall, und ein Verlängerungskabel für die Pumpe und, wie vorhin schon erwähnt, ein Behälter fürs Wasser. Ja, das sind also alle Bestandteile, die wir brauchen, in dem Sinne, die hier im Paket mit drin sind. So, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir befüllen erstmal den Behälter mit Wasser, aber das zeige ich jetzt nicht. Und dann sehen wir gleich mal, wie wir das Ding anschließen. Intervall eine Minute pro Tag ist natürlich jetzt hier so gegeben, dass das ja, vielleicht nicht ausreichend ist oder wie auch immer. Und von daher versuchen wir gleich hier eine Zeitschaltuhr zwischenzuschalten, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir was anderes überlegen, weil, ja, wofür ich die Bewässerungsanlage brauche für die Bonsai, müsste ich also öfters am Tag das Wasser laufen lassen. Das ist hier mit diesem, nicht möglich. Es läuft also wirklich nur eine Minute pro Tag, also in 24 Stunden einmalig dementsprechend. Ja, das ist natürlich nicht so optimal für die Bonsai, für drin. Super, ganz klarer Fall, da reicht es ja, wenn man einmal am Tag bewässert. Aber für die Bonsai draußen, in der Wärme, in der Sonne, ist das nicht ausreichend. Von daher schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Die Verbindungslänge von der Pumpe zum Netzteil betragen einmal 3 Meter. Wir haben also hier 3 Meter Kabel dran bis zur Verbindung. Und von hier aus haben wir dann nochmal 2 Meter, um das Ganze dementsprechend in einen Stecker, eine Steckverbindung, Verlängerungskabel oder Steckdose zu stecken. Also haben wir von der Steckdose bis zur Pumpe 5 Meter, die wir überbrücken können. Die Zuleitung von der Pumpe zum Verteiler, dort haben wir eine Schlauchlänge, Gesamtlänge von etwas über 9 Meter, 9,30 Meter habe ich gemessen. Ich habe jetzt 3 Meter abgeschnitten und das Ganze werden wir jetzt mal gemeinsam installieren. Dazu werden wir erstmal die Verschraubung auf den Schlauch stecken. Das geht ein bisschen schwierig, das ist richtig stramm. Einmal von der Seite und einmal von der Seite, damit wir die Pumpe und den Verteiler gemeinsam anschließen können. So. Stecke ich da Dingen hier einfach, sieht man das? Ja, kann man sehen, nicht wahr? So, hier oben drauf, ein bisschen hin und her bewegen, das Ganze sitzt also mega stramm, von daher ruhig gucken, dass also ganz drauf sitzt, das ist wichtig, muss bis unten hin hier tatsächlich dran sein. Und wenn das dann gegeben ist, dann schieben wir die Verschraubung drüber und versuchen das Ganze dann jetzt festzuschrauben. Das Ganze ist natürlich stramm, das ist ganz klarer Fall, soll es ja auch sein, von daher, ja,
Aua, muss man schon kräftige Finger dafür haben. So, das gleiche machen wir jetzt mit dem Verteiler. Auch hier schieben wir den Schlauch auf die Muffe oder wie auch immer. Schieben die Schraubverbindung drüber. So, bis wir an der Verschraubung sind. Hier geht es einfacher, interessanterweise. Oder Gott sei Dank, wie auch immer. So, auch hier schön festschrauben, aber nicht überballern. Ne? Fest, okay. Jetzt nicht weiter drehen, denn ansonsten überdreht man das. Wir dürfen nicht vergessen, hier ist kein großer Druck drauf. Also von daher leicht anziehen, so dass es fest ist, ist vollkommen ausreichend. Weiter geht's vom Verteiler aus zum Schlauch und dementsprechend dann zu den Pflanzen. Ich schneide mir das jetzt mal auf 1 Meter Länge ab hier. Unser Tisch hat eine Länge von 2 Metern. Und ja, also ich werde voraussichtlich alle Schläuche gleich lang schneiden, in etwa zumindest, damit überall die gleiche Menge Wasser durchkommt. Und von daher, ja, ist das wohl dann am praktikabelsten, wenn man tatsächlich alle Schläuche gleich lang schneidet. Ja, das Ganze wird jetzt einfach hier in die Mitte eines Verteilerausganges draufgesteckt. Und das war es schon. Mehr brauchen wir hier gar nicht machen. Alle Ausgänge, die wir nicht benötigen, die werden einfach mit einem Blindstopfen verschlossen. Sollten diese Blindstopfen mal ausgehen, ich demonstriere das mal ganz kurz, dann nehmen wir uns einfach ein Stückchen von dem Schlauch, von demselben wie diesen hier, und verbinden einfach zwei von den Ausgängen miteinander und somit haben wir diese dann auch verschlossen. Also auch das ist durchaus dann möglich, nicht wahr? Wenn die Blindstopfen alle sind oder mal verschwinden, wie auch immer, dann kann man das Ganze dann auch dementsprechend so verschließen und dann kommt dort auch kein Wasser heraus. Und dann müssen wir berücksichtigen, umso länger die ganzen Schläuche sind, umso weniger Wasser kommt später bei den Pflanzen an, da das Wasser, was nicht mehr im Topf ankommt, wieder zurückläuft in den Wasserbehälter und dann dementsprechend, wenn die Pumpe anläuft, das Ganze erstmal wieder befüllt werden muss bis zum Ausgang hier und bis das Wasser dann an der Pflanze ankommt. Das sollten wir also berücksichtigen, nicht wahr? Umso länger das Schlauch hier wird, umso mehr Wasser, beziehungsweise umso weniger Wasser bekommt die Pflanze dann dementsprechend. Auch das sollte man vielleicht berücksichtigen. Hier sehen wir den Verteiler nochmal. Hier der Schlauch, der zum Verteiler geht von der Pumpe, hier festgeschraubt. Wie gesagt, nicht überdrehen das Ganze. Hier die Blindstopfen, wo also kein Wasser herauslaufen soll. Und dementsprechend hier solch einen Bogen, damit dort auch kein Wasser herauslaufen kann. Und hier sehen wir jetzt die Schlauchverbindung, die ich schon reingesteckt habe. Und jetzt werden wir gemeinsam eine Schlauchverbindung hier hineinstecken. Und zwar vorsichtig weit unten anpacken, wenn es möglich ist. Und das Ganze richtig schön hineindrücken. Ich kriege das jetzt hier so hin, so dass also wirklich der Schlauch so tief wie möglich unten noch Verbindung bekommt, damit also das Ganze auch richtig festhält. Gegebenenfalls immer wieder mal ein bisschen nachdrücken, bis das Ganze also tatsächlich tief genug hier drin steckt. Ruhig da ein bisschen Kraft anwenden, damit das Ganze halt auch dementsprechend sicher verbindet ist. Ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Also richtig tief reinstecken, nicht wahr? Nicht nur einfach oben drauf setzen, sondern tief hineinstecken. Dann hängt das also auch richtig fest jetzt. Das Wichtigste haben wir jetzt installiert. Wir haben jetzt hier den Stromanschluss, der allerdings noch nicht in Betrieb sein sollte, so wie hier. Der Stecker steckt also noch nicht drin. Gegebenenfalls das Ding also noch nicht in die Steckdose stecken, so wie es jetzt ist. Ganz wichtig, das Teil müssen wir vor Feuchtigkeit schützen und auch diese Steckverbindung sollten wir vor Feuchtigkeit schützen. Alles andere dann dementsprechend erst, ja, je nachdem nach draußen leiten. Also das sollte auf jeden Fall geschützt vor Feuchtigkeit werden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ansonsten macht es Peng und dann ist die Pumpe hin. Im besten Fall vielleicht die Sicherung noch raus, aber nun ja. So, installiert haben wir soweit alles. Wir haben jetzt die Pumpe, den Zulauf zum Verteiler und vom Verteiler ausgehend jetzt die Schläuche zu den Töpfen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur nächsten Vorgehensweise. Kommen wir jetzt zum Versuchsaufbau hier. Hier werden wir gleich die Pflanzen draufstellen. Der Wasserbehälter sollte tiefer stehen, beziehungsweise der Wasserspiegel tiefer als die Pflanzen. Wo bewässert wird, ganz wichtig. Also füllen wir jetzt erstmal das Wasser hier ein und stellen dann jetzt die Pumpe hier hinein. Blub, 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 blub. Die sollte also sich schon mal richtig voll Wasser saugen. So, dann nehmen wir jetzt die Schlauchverbindung zu dem Verteiler. Den haben wir ja schon angeschlossen hier. Ich trapiere den jetzt einfach mittig hier hinter, dann habe ich ihn ungefähr so, ja, wie ich es dann später in real habe, draußen. Und dann haben wir jetzt hier die Schlauchverbindungen zu den Töpfen und dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal die Töpfe hier draufstellen und das Ganze in Betrieb nehmen. Und schon geht es weiter. So, bevor wir jetzt zur Bewässerung allgemein kommen, wir haben jetzt den Adapter installiert für
viel Wasser. Wir haben jetzt noch zwei Verteiler. Und wir haben jetzt hier noch zwei Verteiler, einmal weniger und einmal ganz wenig in dem Sinne. Auch die können wir nutzen, falls wir unterschiedliche Pflanzen haben mit unterschiedlichem Wasserbedarf. Das, nicht wahr? Können wir auch machen. So, was ist jetzt gegeben, wenn wir Angst haben, dass uns das Ganze überläuft, dass die Pflanzen zu viel Wasser bekommen? Dann nehmen wir uns einfach eine Schale, einen Untersetzer, einen großen oder einen anderen Behälter aus der Küche, vollkommen egal, und stellen die Pflanze einfach mit Topf, nicht in, sondern auf einen Topf. Und dementsprechend, was hier zu viel an Wasser ist, läuft hier einfach raus in den Behälter unten rein. Und somit wird die Pflanze nicht übergossen in dem Sinne. Ich denke mal, auch das ist dann zu berücksichtigen. Aber wie gesagt, am besten ist es, wenn man es vorher ausprobiert, wie viel die Pflanze dementsprechend an Wasser verbraucht. Also nicht erst das Ganze installieren, bevor man in Urlaub fährt, einen Tag vorher, sondern schon ne? Einfach mal ausprobieren das Ganze, wie es funktioniert. Und dann kann man es jedenfalls auch so laufen lassen. So, weit hierzu. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Dann kommen wir zur weiteren Vorgehensweise. Ich habe schon mal die Schläuche installiert. Ich zeige das mal kurz hier. Und zwar haben wir hier diese Stecker, wo wir die Schläuche durchstecken. Und hier haben wir also drei Möglichkeiten, einen Schlauch durchzustecken. Also ja, bis zu drei Schläuche im Prinzip. Ist jetzt aber nicht so ratsam, denn wenn man jetzt die Pflanzen gießen möchte, wie beispielsweise bei der Tomate, dann macht es Sinn, also nicht an einer Stelle hier drei Schläuche dran zu packen, sondern dann dementsprechend das Ganze im Topf zu verteilen. Und ja, auch darauf achten, dass die Schläuche nicht bis auf dem Boden hängen, denn wenn das Wasser aufhört zu laufen, dann gibt es einen Rückfluss, heißt also, werden dementsprechend auch Erde mit hineingesogen und das könnte den Schlauch verstopfen, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das mal kurz so am Rande mitgenommen, hier können wir es jetzt leider nicht sehen, ist hinten versteckt. Und bei dem hier kann man das auch schön sehen, also der Schlauch sollte nicht auf dem Boden hängen. Das ist ganz wichtig. Ob wir den Schlauch gleich noch schräg abschneiden, werden wir sehen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal in Betrieb nehmen, um mal zu gucken, wie das jetzt funktioniert. Bei der Tomate ist ganz klarer Fall, die braucht mehr Wasser, also Klartext, werden wir hier wahrscheinlich noch Schläuche dran packen müssen. Aber in anderen Pflanzen, die brauchen relativ wenig Wasser, wie hier die Palme beispielsweise, die braucht sehr wenig Wasser. Okay, die Chili hier hinten, die braucht wieder etwas mehr Wasser. Also da muss man ein bisschen ausprobieren, austesten, wie viel Wasser welche Pflanze benötigt. In der Regel weiß man es ja auch vorher schon, kann das dementsprechend schon mal vorinstallieren, aber das Ganze tatsächlich einige Tage beobachten, bevor man dann tatsächlich in Urlaub fährt. Das ist ganz wichtig. Endlich ist es soweit. Wir lassen die Pumpe zum ersten Mal laufen und ich bin echt gespannt, was passiert. Insbesondere gleich, naja, sehen wir dann. So, Stecker erst reinstecken, wenn alles installiert ist, auf keinen Fall vorher. Und nach Möglichkeit, wie gesagt, nee, nicht nach Möglichkeit, hier darf also kein Wasser dran kommen. Genauso bei dem Verbindungsstück hier, da muss man also wirklich darauf achten, dass das Ganze im Trockenen bleibt hier, denn ansonsten macht er es Peng. So, ich hoffe, es macht jetzt nicht Peng. Es macht mir gar nichts. Ah, es summt und brummt. So, dann mache ich das mal kurz aus, um euch das nochmal zu zeigen an den Pflanzen. Zweiter Testlauf, jetzt können wir das Ganze etwas näher sehen. Pumpe läuft. Ach, guck mal, Wasser ist schon da. Das geht dann ja jetzt relativ schnell, könnte sein, dass es ein bisschen knatscht. Ich muss hier gerade mal die Kamera lösen. Läuft, ja. Und hier kann man auch sehen, dass es also vorteilhaft ist, den Schlauch so zu positionieren, dass dann dementsprechend auch die Pflanze Wasser bekommt. Denn wenn man das zu nah an den Topfrand bringt, dann kann es sein, dass das Wasser am Topfrand einfach rausläuft. Auch hier. Wunderbar. Da krabbelt auch was. Okay. Auch hier bei der Tomate, aber wie gesagt, die kriegt wahrscheinlich mehr Wasser. Aber ich muss das jetzt erstmal beobachten, wie das Ganze jetzt hier läuft. Auch hier, wunderbar. Ja, und es ist also wahrscheinlich wirklich von Vorteil, wenn man tatsächlich die Schlauchlänge von vornherein gleich nimmt, damit also auch gleich viel Wasser überall ankommt. Es sei denn, eine Pflanze braucht mal weniger Wasser, dann kann man den Schlauch auch vielleicht mal etwas länger nehmen, nicht wahr? Aber das ist jetzt eine andere Sache, nein, Quack mit so. So, ich lasse jetzt mal laufen, es soll angeblich eine Minute laufen und dann gucke ich gleich mal, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin und dann schauen wir mal, wie das dann, ups, okay, ist doch schon eine Minute rum, habe ich so viel geredet. Okay, ja, Wasser ist aus, alles okay. Also jetzt läuft das Wasser zurück in den Behälter hinein, was jetzt noch in den Schläuchen ist. Und von daher sollte also Schlauch nicht auf der Erde liegen. Nicht wahr? Ansonsten kommt der Dreck mit rein und der Schlauch könnte auch verstopfen. Da hier also auch kein Druck drauf ist, hat das Wasser in Schwierigkeiten, dann dementsprechend den Dreck herauszudrücken.
So, läuft das eigentlich schon mal ganz gut. Schauen wir uns mal das Ergebnis an, jetzt einfach nur so, just for fun. Also man sieht, hier unten ist es feucht. Für die Chili ist das Wasser vollkommen ausreichend hier, für die Mutanten-Chili. Für die Palme ist es schon etwas zu viel. Hier ist Wasser unten rausgelaufen ein bisschen. Und von daher ist ganz gut, dass also hier höher steht, kann das Wasser also hier runterlaufen. Und dann steht sie nicht in der Matsche. Das ist also ganz wichtig, müssen wir berücksichtigen, nicht wahr? Tomate, sie braucht viel mehr. Das heißt, hier müsste ich 3 Schläuche reinstecken, damit sie ausreichend versorgt wird. Das weiß ich jetzt schon. Und hier bei dem Granatapfelbäumchen ist es so, dass auch hier eine ganz kleine Pfütze unten steht. Also hier ist Wasser vollkommen ausreichend, das ist okay so. Und bei der Averoa Carambola ist jetzt so, hier steht also Wasser unten drin. Das heißt im Klartext, Moment mal, ich nehme mal eben den Topf hier runter, damit ich das auch so richtig zeigen kann. Dann nehmen wir hier das Ding weg, weil wie gesagt, ne, hier ist zu viel Wasser. Unten in die Schüssel kann es reinlaufen, ist kein Problem, aber die Pflanze selber sollte nicht in Matsche stehen. Von daher stelle ich sie dann lieber auf einen Topf und lasse das restliche Wasser unten reinlaufen. Man kann natürlich große Untersetzer nehmen oder irgendwas anderes, spielt keine Rolle. Wichtig ist halt nur, dass das Wasser nicht an den Topf kommt, damit die Pflanzen nicht ersaufen. Auch das sollte man berücksichtigen. Ja, also ich würde sagen, soweit okay. Hier ist der Verteiler und von daher würde ich sagen, ist das so, denke ich mal, zur Demonstration ausreichend. Bevor man dann jetzt wirklich wegfährt, sollte man auch den Verbrauch messen. Das kann man ganz einfach, indem man vorher einen Strich macht und nachher einen Strich macht. Dann weiß man, wie viel Wasser verbraucht wird. Und das Ganze füllt man dann mit einem Messbecher wieder auf. Und dann kann man feststellen, natürlich nicht mit Mehl, nicht wahr, sondern mit Litern, Millilitern in dem Sinne, wie viel Wasser tatsächlich bei einem Gießvorgang hier verbraucht wird. Und abhängig davon, wie oft man die Pumpe laufen lässt, kann man dann errechnen, wie viel Wasser man im Vorrat auf jeden Fall für wie viele Tage, Wochen oder wie auch immer benötigt. Jetzt kommt das Allerwichtigste. Wir haben jetzt alles abgearbeitet, wir haben gesehen, es funktioniert wunderbar und abhängig davon, wie viel Wasser man benötigt, hat man jetzt halt 3 Verteilerstücke, die man dementsprechend positionieren, organisieren kann, dementsprechend Schläuche dran packt und von daher ist es gar nicht so schwierig, sondern richtig genial. So, jetzt kommen wir zu der Frage oder zu dem Bestandteil, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, oder ich insbesondere. Wie ist das denn jetzt eine Minute am Tag? Ist das ausreichend? Für die Pflanze, die wir gerade gesehen haben, ist es durchaus ausreichend. Ich war bei den größeren Tomate, könnte man 3 Schläuche reinpacken. Ist alles easy, alles okay. Bonsai, die müssen öfter gegossen werden. Klartext, ja, wir müssen eine Zeitschaltuhr dazwischen schalten. Geht das denn oder geht das nicht? Ich brauche gar keine Zeitschaltuhr, um euch das zu zeigen. Ich brauche einfach nur eine Steckdose und den Stecker von der Pumpe. Warum? Ganz einfach, das ist jetzt meine Zeitschaltuhr. Ich bin die Zeitschaltuhr. Ich sage jetzt, Pumpe, geh an und dann stecke ich den Stecker bzw. schalte den Strom ein. Ja, und das geht also beliebig oft, das kannst du machen, so oft du willst, also nicht wahr? Ich bin die Zeitschaltuhr, die Bonsai müssen gegossen werden, Zeitschaltuhr, geh an. Es funktioniert, ja. Wer hätte das gedacht, das ist easy, ganz einfach und das war eigentlich das größte Problem, wo ich Angst vor hatte, dass das nicht funktioniert und es funktioniert und das ist richtig genial. Das heißt, Klartext, jetzt, wenn es mal schöner wird draußen wieder, dann kann ich die Anlage draußen installieren, wofür sie eigentlich gedacht war, aber auch im Haus natürlich eine total geniale Sache, insbesondere wenn man tatsächlich mal wegfährt. Ist das easy, aber wie gesagt, das Ganze vorab installieren, aufbauen, testen, ganz wichtig, das Ganze beobachten und nicht einen Tag bevor man in Urlaub fährt, weil das wäre dann doch ein bisschen blöd, wenn die eine oder andere Pflanze zu viel Wasser bekommt oder die eine oder andere Pflanze zu wenig Wasser bekommt. Von daher das Ganze immer schön ausprobieren und auch austesten, ganz wichtig. Und dementsprechend einen großen Behälter wählen, so dass man ausreichend Wasser hat und wie gesagt, der Wasserkasten sollte tiefer sein als die Pflanzen selber stehen. Auch darauf achten, dass die Verteiler nicht runterfallen können. Wenn wir die auf dem Boden liegen, kann sowas passieren. Nee, kann eigentlich nicht, gar nicht. Es sei denn, sie sind undicht, dass Wasser aus dem Verteiler rausläuft, aber ansonsten ist es eigentlich Banane. Aber trotz alledem sollte man auch wieder achten, dass die Verteiler auch dementsprechend etwas höher liegen. Sicherheit ist dann doch dementsprechend besser. Ja, also ich bin begeistert von dem ganzen System, von der Technik dieser automatischen Bewässerung, sie funktioniert einwandfrei, von daher werden wir sie jetzt demnächst öfters sehen. Naja, ich zeige es natürlich nicht ständig, wie sie läuft, aber dann werde ich, wenn irgendwelche Probleme auftreten, das dann dementsprechend hier natürlich auch zeigen und sagen. Nicht hier im Film, sondern irgendwann mal, wenn irgendwas halt passiert oder etwas wunderbar läuft oder wie auch immer. So, genug gelabert für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, heute läuft Römisch und viel Spaß an Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja, und diese automatische Bewässerung kriegt von mir auf jeden Fall nicht nur einen Daumen, sondern auf jeden Fall 2 Daumen, denn sie funktioniert einwandfrei und ist ganz einfach zu installieren, insbesondere wenn man weiß, worauf man zu achten hat. So, winke, winke. Bis ganz bald. Coole Sache.
Ja, also okay, wenn ich jetzt für alle Pflanzen das machen möchte, wird das etwas aufwendig, aber wer weiß. Mal sehen, wie sich hier alles noch entwickelt. Ja, geile Sache.